Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Abschiedstour mit Sepp. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, aber jetzt hat Formel 1 ja nochmal so ein Video auf YouTube rausgebracht zu Sepps letzte Rennen. Da war ich auch nochmal persönlich richtig emotional. Wer es noch nicht gesehen hat, geht einfach gerne auf den F1 YouTube-Channel. Schaut euch das nochmal an. Fühlt man vielleicht noch ein bisschen mehr dann zu diesem Format hier. Heute gehen wir auf jeden Fall rein ins Spa und werden da versuchen, was zu reißen. Hinten raus im Rennen soll es regnen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht dann versuchen, auf dem Harten möglichst lange zu bleiben. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und ob wir dann direkt auf den Intermediate gehen oder ob wir es irgendwie anders machen. Das schauen wir dann. Jetzt gehen wir auf jeden Fall rein, erstmal ins Qualifying. Let's go, Leute. Viel Spaß bei der Folge. Ja, Leute, und dann sind wir auch direkt. Schauen wir mal, ob wir hier gleich eine gute Runde hinbekommen in Spa oder ob wir dann nochmal nachjustieren müssen. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Wir sind hier auf der 1. Heißt auf jeden Fall, das kann ja nicht sein. Das ist auf jeden Fall wild, dass wir auf der 1 sind. Also klar, unser Motor ist stark und so, das wusste ich auch schon. Aber das heißt ja, die KI ist hier mit viel, viel mehr Flügel unterwegs als ich. Ist auf jeden Fall wild, muss ich sagen, an der Stelle. Heißt, die müssen in dem Teil jetzt richtig aufholen hier. Heißt dann aber auch, dass wir möglicherweise sehr gut überholen können. Ja, guckt euch mal an, Leclerc, der ist jetzt krass von der Pace dabei. In dem kurvigen Teil verlieren wir auf jeden Fall einiges an Plätzen. Aber ist ja auch nicht schlimm, wir haben ja auch nicht so ein krasses Auto. Trotzdem noch P5 hier. Oh, die Kurve haben wir gut genommen. Bleiben wir gut dran hier. Heißt aber auch dann nach den Kurven hier in dem Teil dürfte es für uns eigentlich nur noch weiter nach vorne gehen, theoretisch. Jetzt sind wir auf der 8. Naja, genau jetzt dürfte es eigentlich nur noch weitergehen. Schauen wir mal. Oder war mein Turn 1 halt wirklich so krass? P7, das ist super. Geisteskranke Runde von uns im ersten Warten, Leute. P7 ist überragend. Da haben wir richtig, oder können wir richtig was möglich machen im Rennen. Das ist richtig nice. So, Leute, da sind wir. Wir gehen rein. Medium Hard schlagen sie uns vor. Hinten raus soll halt der Regen kommen, ne? Hinten raus soll der Regen kommen. Ich sag's euch ehrlich, wir müssen riskieren. Wir probieren's mal mit dem Harten. Ansonsten fahren wir Hard Soft oder irgendwie sowas, wenn der Regen zu spät kommt. Aber wir probieren es mal mit dem Harten, ganz einfach. Auch wenn es natürlich die langsamere Strategie ist, ist klar. Aber wir werden einfach versuchen, den Harten mal so zu fahren, dass es hier fit geht. Und wie viele Runden haben wir hier? 22. Dann nehmen wir mal 23 mit. Nehmen wir mal 23 Runden mit und Sprit und dann gehen wir rein, Freunde. Dann gehen wir rein in den Start. So, Freunde, let's go. Auf dem harten Reifen gehen wir rein. Wir riskieren hier alles. Wir schauen, ob wir den harten Reifen, lang genug fahren können. Ich gehe mal komplett rüber, auch wenn ich hier jemanden erwische. Oh, was passiert hier? Wer sticht hier rein? Danny Ricciardo. Der hat es auf jeden Fall ordentlich Stress gegeben. P7, wir haben eine Position verloren. Aber ich musste da irgendwie innen rein. Ich habe das Gefühl, wenn ich da nicht innen reingehe, dann stoße ich mir da irgendwie den Flügel an vorne, weil die sind da so langsam geworden. Einfach nicht rechtzeitig gebremst, was das angeht. Aber ja, das Gute ist halt auch, wenn man auf dem Harten startet, dann hast du nicht das Problem, dass du den warm machen musst. Ne? Der ist halt warm am Start. Das ist halt das Gute. Ansonsten, ja, werden wir uns versuchen, hier einfach mitziehen zu lassen. Und schauen wir mal, ob das irgendwie klappt, in irgendeiner Art und Weise. Die ersten beiden setzen sich da vorne ab. Dürfen Verstappen und Sainz oder Verstappen und Leclerc sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann es da vorne nicht genau erkennen. Können wir mal Status-Support machen. Dann wird es Leclerc sein, wenn der die fastest lap setzt. Am Nachhinein vielleicht auch gar nicht so unclever, dass wir mit dem Harten gestartet sind, so. Weil die Strecke scheint ziemlich warm gewesen zu sein bei
Beginn des Rennens. Und nimmt jetzt halt dann krass ab, ne? Durch den Regen nachher und so, wenn es dann bewölkter wird. Dürfte die Asphalttemperatur dann auf jeden Fall um einiges runtergehen. Und dann, wenn wir Norris von der Gruppe abtrennen würden, dann wäre Platz 6 schon mal ein guter Reichweite so. Hier kommen wir auf jeden Fall immer sehr dicht dran. Wir sind absolut dicht dran an Lando Norris. Absolut dicht sind wir dran. Und jetzt fressen wir ihn. Come on, Lando. Boah, er verteidigt aber krass, ne? So, schauen wir mal, ob wir uns hier ein Bein gestellt haben. Wir müssen komplett pushen jetzt. Wir müssen ran an Paris, Chat. Let's go, let's go. Komm ran an Sergio. Sergio, mach langsam. Also vielleicht sind wir zu Startziel nicht da, aber ich glaube... Oh, da haben wir uns verbremst. Wir haben sogar auch Startziel, der ist wichtig. Lando pusht. Aber wo pushst du hin? Ich bin viel schneller als du auf den Geraden. Was versuchst du? Okay, Hamilton an die Box. Perez und Sainz fahren noch. Leclerc. Verstappen, Hamilton an der Box. Theoretisch 5 Runden hätte ich noch auf den Harz, theoretisch. Das nehmen wir nochmal mit. Okay, wir führen erstmal. Erstmal führen wir. Schon mal gut. Schon mal nicht schlecht, dass wir führen. Verstappen hat 9 Sekunden zu uns. Auf dem harten Reifen. Wetterbericht. Jetzt 15 Minuten Regen. Nee, da muss ich auf den Soften gehen. Da muss ich auf den Soften gehen, dann geht's nicht anders. Wenn ihr jetzt sagt, sogar erst in 15 Minuten, da haben sie mich halt echt verkauft. Erst sagen sie 10, dann sagen sie 15. Da muss ich wirklich Runde 16 dann rein. So, Wetterbericht. 10 bis 15 Minuten. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Es war ein guter Versuch von uns, aber wir gehen rein. Wir pushen jetzt, lassen alles raus und dann gehen wir auf die Softs. Nochmal lila Sektor 1, Wahnsinn. Wir werden uns jetzt sowieso die schnellste Rennrunde dann holen. Mit den Softs. Ja, bodenlos mit 10 bis 15 Minuten. Ihr könnt mich mal. Wenn das hier jetzt wieder so ein Rennen ist, wo es in der letzten Runde anfängt zu regnen und die KI dann nochmal geisteskrank schnell wird, dann könnt ihr mich aber richtig. Das hatte ich nämlich schon mal. So, alles rauslassen hier, was drin ist in der Batterie. 65% auf den Reifen, Wahnsinn. 65% einfach. Boah, okay, wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus?
Oh, wir sind in der Norris. Okay. Boah, okay. Also, das ist schon eine gute Position. Jetzt gerade in den Teil kommen wir ran. Vielleicht können wir nächste Runde Norris holen, darauf die Runde Perez. Schauen wir mal. Full Push. Gleich müssen wir Norris aufpressen. Boah, was wir Rouge für einen Grip haben. Krank. Und jetzt mit DRS. Come on. Wir rufen alles ab. Und schaffen sogar noch anzubremsen. Wahnsinn. Oh, das Überholmanöver war auf dem letzten Drücker. Das war krank. Da hat Norris auch alles abgerufen. Und ich sag's euch ehrlich, Hamilton ist drin. 1:46.2, schnellste Rennrunde. Jonas Juninho. Hinter Perez bleiben. Kurz chillen. Und sich dann Perez schnappen. Und Sergio, jetzt wirst du gepresst, mein Freund. Er wehrt sich auch gar nicht. Er wehrt sich gar nicht. Das ist gut, Sergio. Das machst du so klasse. So, jetzt die Batterie laden. Und dann schauen wir mal, was vielleicht gegen Hamilton geht. Ich werde bei denen hier auch wieder bei 60% oder so rauskommen. Da kannst du ja quasi zusehen, wie die Dings, wie der Reifenverschleiß hochgeht. Das ist ja richtig toll. Okay, nächste Runde vielleicht Attacke gegen Hamilton. Müssen wir mal schauen. Ist dann vielleicht auch die letzte Möglichkeit so. Okay, Regen kann jetzt kommen. Vielleicht sollten wir noch lieber einfach nur absichern gegen Perez. Das reicht dann vielleicht schon. Okay, Push. Ich glaube, wenn dann jetzt gegen Hamilton. Wenn dann jetzt. Wir sind aber eigentlich sind wir zu weit weg. Eigentlich sind wir zu weit weg. Kriegen nicht mal DRS. Na, schade. Nächste Runde nochmal angreifen, eventuell. Auf letzte Rennrunde oder sogar auf Startziel eventuell. Fängt an zu regnen jetzt. Eklig. Okay, ich push mal ran. Vielleicht geht was über Startziel bei Hamilton. Ansonsten ist er, glaube ich, weg. Ansonsten ist er, glaube ich, weg letzte Runde. Jetzt auch schon einen sehr guten Grip da. Es reicht, oh mein Gott. Reicht gegen Hamilton, niemals mit gerechnet. Aber er hat jetzt halt DRS so. Muss jetzt halt pushen und schauen und hoffen. Pushen und schauen und hoffen muss ich. Ich bin schnell genug. Ich bin schnell genug auf der Geraden. Yes! Wichtig! Oh mein Gott, das könnte P3 werden. Und der Harte funktioniert auch nicht mehr so gut. Der harte Reifen funktioniert gar nicht mehr gut bei dem Regen. Hamilton muss richtig abreißen lassen sogar. Boah! Okay, aber so hatte ich das nicht bei der KI in Erinnerung. Dass der harte Reifen da so richtig Struggle hat bei den Bedingungen. Aber scheint anscheinend so. Nice, nice, nice. Alles raushauen, alles raushauen. Hamilton kommt näher. Okay, wir haben's. Wir haben's.
Nur sicher ins Ziel. Boah, die Attacke war so risky gegen Hamilton, ne? Boah, als ob er da nicht vorbeigekommen ist. P3, wichtig. So gut. Boah, das war wirklich, also... Wir haben kaum Fehler gemacht, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt Fehler gemacht haben. Fahrer des Tages, geil. Boah, Spa, geile Strecke, ey. Aber ich verstehe nicht, warum die KI mit so viel Flügel hier fährt, ne? Das ist mir auch neu, dass es so ist. So Leute, wir sind auf P3, es ist unfassbar. Max Verstappen gewinnt das Rennen vor Charles Leclerc, das war ja eigentlich auch schon, ja, abzusehen. Sepp wird 16. Weil natürlich auch zwei ausgeschieden sind, aber vor Zhou ist gut. Ich verstehe nicht, wie Albon hier immer so überperformt. Also das ist schon immer sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, was mit Russell passiert ist, ehrlich gesagt. Warum der so weit hinten ist, was der da gemacht hat. Ist von der 14 gestartet und ist dann, ja, 15. geworden. I don't know, was mit Russell passiert ist so. Der muss irgendwie einen Unfall gehabt haben. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich im Hauptquartier wieder. So, und wir haben gar nicht groß viel Zeit, denn das nächste Rennen ist in Niederlanden. Ja, Russell oder Hamilton, kein Kommentar, ich will immer noch keinen von beiden als Rivalen. Und los. Dass sie das auch immer und immer wieder fragt, ne? Ist richtig dumm einfach. So, und als nächstes haben wir Sandford. Und wenn ich jetzt danach gehe, wie wir in Spa performt haben, dürfen wir in Sandford eigentlich nicht performen. Vom Auto her, aber schauen wir mal. Wir wählen erstmal die alten Motorenteile wieder aus und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Trainings absolviert habe. Wir haben mal wieder alle Trainings erfolgreich absolviert. Sepp hat das natürlich auch getan. Wir haben, boah, 3589 Punkte. Da ist aber wieder einiges möglich, ne? Da ist wieder einiges möglich. Schauen wir mal, was wir da machen können. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Das nächste Rennen ist Sandford und Sandford ist ein Regenrennen. Und zwar ein komplettes Regenrennen. Heißt also, wir werden beim nächsten Mal beim Qualifying höchstwahrscheinlich schauen, wie wir performen und dann entscheiden, ob wir neue Motorenteile nehmen oder nicht, weil ihr kennt die KI im Regen, sie ist absolut krass, absolut gestört. Bevor wir es aber machen, wählen wir erstmal die Motorenteile fürs Qualifying aus und danach gehen wir direkt rein in die Upgrades. Schauen wir mal, was wir hier noch starten können. Also Aerodynamik. Können wir hier nichts mehr machen. Die Abteilung ist auch ausgelassen. Beim Chassis, Position des Tanks. Das machen wir auf jeden Fall. Da gehen wir rein bei der Position des Tanks. Und die Heizdecken. Abteilung ausgelastet, geht nicht. Beim Motor. Oh, die Statoren. ERS oder Treibstoffeffizienz. Dann lieber ERS. Da sehe ich uns. Das wird dann vor Singapur fertig. Das ist auch wichtig. Weil Singapur... Ja, da ist die Batterie immer, ja, auch sehr wichtig, beziehungsweise auch schnell abgenutzt. Ansonsten können wir hier noch irgendwas machen. 1-3, 1-2, 1-1, 1-1, 1-2, 1-3. Nee, ansonsten ist hier nichts mehr möglich bei der Strapazierfähigkeit. Das sind unsere beiden Upgrades. Und dann soll es heute auch schon gewesen sein. Bevor wir aber aufhören, werfen wir nochmal einen Blick auf die Fahrerrangliste, weil da bin ich jetzt souverän auf P8, dank des krassen Ergebnisses in Spa. Und in der Konstrukteursmeisterschaft jagen wir Alpine. Das ist unglaublich. Also, ja, wenn wir da noch irgendwie Platz 5 erreichen sollten, das wäre ein absoluter Traum. Aber ja, dafür müsste Sepp auch langsam mal ein bisschen anfangen zu punkten. Ansonsten, Leute, hoffe ich, die Folge hat euch wieder gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Jeden Sonntag um 11 kommt eine Folge auf Abschiedstour mit Sepp. Ansonsten, ja, wir sind mitten auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten auf YouTube. Das würde mir sehr viel bedeuten, wenn wir die voll machen würden, schnellstmöglich. Und ja, unterstützt das, indem ihr die Videos schaut, liked und so weiter und so fort. Kommentar auf den Algorithmus kann auch nicht schaden. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde, wenn es heißt, auf Abschiedstour mit Sepp. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.